Es ist Freitag und das Wetter scheint einigermaßen mitzuspielen. Was macht die Börse? Geht die da mit oder wird sie sich dagegen sträuben? Das ist übrigens eine ganz interessante Frage, nicht nur in der Vorausschau, sondern auch in der Interpretation desselben. Denn die Frage ist ja immer, traut man sich übers Wochenende Positionen zu halten, drin zu bleiben? Und dementsprechend ist das ja dann ein Commitment sozusagen des Marktes, ob er daran glaubt, dass der Markt nach dem Wochenende auch entsprechend wieder aufmacht oder ob es dann eben in die andere Richtung geht. Da haben wir ja tatsächlich sogar mehrere im Moment, die ganz spannend sind. Natürlich die Aktienmärkte, wo wir ja immer noch auf den Rücksetzer eigentlich warten, aber er müsste dann auch mal kommen irgendwann. Da wird sich ja noch mit Händen und Füßen gewehrt. Jetzt können wir gucken, ob vor dem Wochenende das tatsächlich diese Stärke dann eben bringt. Also da jetzt nochmal drauf zu spekulieren, ja, das wird jetzt heute so oder so passieren, ist vielleicht ein bisschen mühsam. Aber umgekehrt, das zu beobachten und zu sagen, okay, der Markt geht jetzt nach oben nochmal. Die Leute decken sich vor dem Wochenende ein mit Käufen. Dann ist das ja eigentlich schon eine Bestätigung, oh, das wird alles nicht so schlimm sein. Also wir können daran lesen oder ablesen oder einschätzen zumindest mal, ob die Marktteilnehmer so positiv gestimmt sind, wie sich das viele eben hoffen. Und umgekehrt gibt es Abverkäufe, geht der Markt vor dem Wochenende, also in den letzten Handelsstunden des jeweiligen Marktes, beim DAX zum Beispiel dann am Nachmittag, aber noch wichtiger sicherlich in Amerika dann vor dem Abend, geht der Kurs dann dort eher runter. Heißt das, dass die Leute ihre Position schließen? Ist das auch durchaus ein Votum der Marktteilnehmer? Gold und Silber sind da ein bisschen ähnlich aufgestellt. Wir wissen ja, dass Gold und Silber, insbesondere Gold, ja eine schöne Formation eigentlich hat, die Ausbrüche in beide Richtungen sinnvoll macht. Ja, Ausbrüche in beide Richtungen klingt immer, man weiß es noch nicht. Tatsächlich, man weiß es nicht. Das Tolle ist, wenn der Ausbruch dann aber erfolgt, dabei ist es fast egal, ob hoch oder runter, dann wäre das ein gutes Zeichen für beide Richtungen, also um sich entsprechend dann bei Ausbruch nach oben für die Long-Seite, beim Ausbruch nach unten für die Short-Seite zu engagieren. Also, insofern spannende Punkte auch in diesem Markt. Wir können also mit Spannung nochmal hier heute drauf gucken, was da passiert. Vor dem Wochenende würde ich mich eigentlich nur intraday positionieren. Da habe ich jetzt gesagt, das mache ich jetzt mal nicht in diesem Beitrag. Aber wer sich für längerfristig orientiert, der sollte vielleicht erst nach dem Wochenende loslegen und dann die Informationen, die wir jetzt vor dem Wochenende Handelsschluss da nochmal mitnehmen können. In diesem Sinne wünsche ich euch allen toi 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 bei euren Handelsentscheidungen und die besten oder erholsamsten Stunden am Wochenende. Alles Gute. Ciao, ciao.